Es geht auf den Urlaub zu. Und im Urlaub nehme ich Bücher mit, weil ich da auch die Zeit finde, was zu lesen. Nur, ich lese also nicht mehr die alten Schinken und sowas. Die habe ich ja alle schon lesen und lesen müssen. Aber ich habe hier etwas gefunden aus dem O'Reilly Verlag. Visionäre der Programmierung. Wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe zu Programmierung, was es da alles gab. COBOL, Occam, Pascal. Pascal war damals auf dem Apple II zum Beispiel, muss man extra Language Card kaufen. Ich weiß, wir waren in Berlin, haben dann die Language Card mit dem Pascal, USCD Pascal Compiler gekauft und so. Das war noch lange vor der Zeit, bevor dann der Fritz Heimsel da sein wirklich handelbares Pascal auf den Markt gebracht hat, das Turbo Pascal. Aber all diese Sachen sind beschrieben. Wie haben sich die entwickelt? Wie haben sich denn, haben die Programmiersprachen die Welt verändert? Ich bin noch nicht durch. Ich habe erst mal so ein bisschen quer gelesen. Der Urlaub kommt. Das werde ich also auf jeden Fall mitnehmen. Hast du dann ja auch Zeit zu lesen? Das sehen wir mal. Vielleicht. Ich nehme ja dummerweise auch noch andere Sachen mit. Etwas, was zu unserem Thema passt, denn wir wollen ja auch weitermachen. Ich habe ja schon mal von dem Erik Bartmann ein Android-Buch vorgestellt, was er geschrieben hat. Der kommt übrigens nach dem Urlaub wieder mit irgendeinem Thema in die Sendung. Ich weiß auch schon was, verrat's aber noch nicht. Und das Android-Buch ist auch ein schönes Buch, weil es sehr, sehr einfach und umfangreich informiert über alles, was mit Android zu tun hat. Sehr detailliert auch darauf eingeht, was musst du wann, wo machen, wie drücken, wie kriegst du dies und das und jenes. Auch hier habe ich erstmal nur durchgeguckt, aber ich hoffe, wenn ich damit durch bin, dass ich dann mehr weiß und auch mein eigenes Kluglaut, ach nee, wenn das verstanden werden soll, muss ich es ja in Undeutsch ausdrücken, also Smartphone vergewaltigen kann. Und für die ganz einfachen Sachen, ich zähle mich da nicht mehr so ganz dazu, habe ich hier noch eins Arduino für Einsteiger, ebenfalls aus dem O'Reilly Verlag. Das ist nicht so aufwendig gemacht, aber viel detaillierter für denjenigen, der basteln will. Da ist jeder einzelne Draht auch wirklich gezeigt, von wo nach wo auf meinem Brettboard, wie muss ich es machen, wo stecke ich es an, da ist zum Beispiel ein Fotowiderstand, sehe ich gerade und so weiter. Ganz fein, wenn man anfangen will, einfach klein anfangen. Man muss sich ja nicht schämen. Alle haben mal angefangen, oder, Herr Schmitz? Das wäre dann was für mich, ne?